Ich heiße Leo Kroll. Ich gehe seit ungefähr 15 Sitzungen zur Psychotherapie, weil ich dauernd depressiv bin. Und also meine Ex-Frau hat mich verlassen, weil sie sagt, ich sei aggressiv. Aber ich war immer ehrlich zu ihr und ich war auch immer ehrlich zu mir. Und ich finde, es gibt auch Sachen, da muss man sich einfach aufregen, wenn man ehrlich ist. Mein Vater, als ich klein war, hat mich immer geschlagen, vor allen Dingen, wenn er betrunken war, und hat gesagt, na komm, wehr dich doch, schlag zurück, na komm. Hat mich sogar beim Boxverein angemeldet. Ich wollte das nicht, ich hatte überhaupt keine Lust auf Boxen, aber trau keinem, hat er immer gesagt. Die Menschen sind schlecht. Meine Mutter hat mich da nicht besonders unterstützt. Die war irgendwie nicht so richtig anwesend. Ich hatte das Gefühl, es geht hier vor allen Dingen darum, dass ich möglichst schnell ausziehe aus der Wohnung. Und das habe ich dann auch gemacht, als ich 16 war. Ich habe jetzt eine neue Freundin. Das läuft nicht so gut. Ich habe das Gefühl, sie betrügt mich. Also es wird mich nicht überraschen. Hallo, Herr Kroll. Hallo. Entschuldigung, ich wollte eigentlich nur heute kommen, um zu sagen, dass ich das abbrechen möchte. Das hat für mich alles keinen Sinn mehr und ich möchte die Therapie abbrechen. Die Therapie und abbrechen? Das war's für mich. Okay. Ich wollte Ihnen das eigentlich nur sagen. Ja? Das ist aber ein Einstieg. Ja, das ist ein Herr Kroll. Das ist vor allem ein Ausstieg, weil das geht einfach so nicht weiter. Ich habe mich so angestrengt, ich habe mich wirklich bemüht, ich bin hier immer Herr hingekommen. Kroll, Sie Herr haben Kroll. Das auch wirklich toll gemacht. Okay. Sie haben das wirklich toll gemacht, Frau Teubner, aber es hat einfach nichts gebracht. Lassen Sie mich einmal kurz ausreden, ach so. Bitte. Ja? Okay. Einfach mal einmal kurz okay. ausreden soll ich lassen. Mich hinsetzen? Ja? Ich möchte. Oh, Entschuldigung, das tut mir leid. Das passiert mir immer. Genau, ja, das ist mein Problem. Ich weiß, deswegen sind Sie ja hier. Das ist genau mein Darf Problem. Darf ich das nehmen? Ja, natürlich. Das wollte ich nicht. Ist okay. Ist nicht schlimm. Ich hatte so einen Scheißtag und ich habe gedacht, ich bin ein kleines Stückchen vorangekommen okay. in der Therapie. Aber es nein. Es tut mir total leid. Nehmen Sie bitte Platz. Ich finde es super, dass Sie den weiten Weg gefahren sind, um mir zu sagen, dass Sie so frustriert sind. Okay? Und das ist nicht schlimm, ist nichts passiert. Nehmen Sie bitte Platz. Oh Mann, ey, so geht mir das immer und ich dachte, okay. Ich hätte es endlich geschafft. Aber heute war es wirklich so beschissen. Ich meine, Sabine, ich habe heute rausgekriegt, dass Sabine mich betrügt und ich meine oh nein. Und wir haben ja geübt, was wir dann machen, okay. ne? Dann müssen okay. wir dann irgendwie mentalisieren oder was weiß ich, aber in dem Moment geht das aber im Moment nicht. Geht ist das einfach klar. nicht und dann habe ich klar. wirklich auch die Hoffnung verloren, dass es irgendwie mal jemals hinhaut und das tut mir jetzt komme ich hier rein und mache hier ihre Praxis was kaputt. Genau das tut mir so leid. Sie haben ja nichts kaputt gemacht. Aber wissen Sie was? Ich bin total froh, dass Sie da sind. Bin total froh. Okay? Das kann ich fast nicht glauben. Und es tut mir super leid, dass wir nach 15 Sitzungen nicht so weit sind, wie Sie weit sein wollen. Das verstehe ich total. Guten Tag, Herr Kroll. Herr Rüdiger, ich bin eigentlich nur gekommen heute, um zu sagen, dass das war's für mich. Ich werde die Therapie okay. abbrechen. Das hat alles überhaupt keinen Sinn. Ich wollte mich im Grunde nur sagen, das war's für mich. Danke. Ich will das abbrechen. Okay, also erstmal danke, dass Sie überhaupt gekommen sind, ja. auch wenn Sie so aktiviert sind. Ja. Darf ich Sie bitten, wenn Sie jetzt schon mal da sind, dass wir uns versuchen, das zusammen anzuschauen? Nee, eben nicht. Nein, ich kann das nicht mehr anschauen. Okay. Herr Rüdiger, Sie machen das ja, Sie geben sich ja wirklich Mühe, aber es hat überhaupt keinen Sinn. Ich habe heute wieder eine Situation gehabt, wo ich dachte, Scheiße, nichts gelernt, überhaupt okay, nicht. Ich kann diese Stühle auch nicht mehr sehen. Ich okay, weiß nicht mehr, was das soll. Herr wirklich Kroll, kommen nicht. Sie, ist ja alles okay. Ist ja alles okay. Jetzt sind Sie schon mal da, kommen Sie her. Nein, Moment. Ich will jetzt, bitte. Herr Kroll, nein, das hat doch keinen Sie Sinn. Fünf Minuten. Herr Kroll, jetzt bereue ich schon, dass ich gekommen wir bin. Wir ich wollte zusammen gearbeitet. Ich habe ja auch jetzt eine Beziehung zu Ihnen aufgebaut und ich möchte gerne, dass Sie mir diese 5 Minuten geben, dass wir 5 Minuten schauen, was hier eigentlich los ist. Okay? Ach Mann, ich, ich,
Fünf Minuten. Herr Rüdiger, wirklich, dass Sie auch nicht einfach mal loslassen können. Entschuldigung, das tut mir leid. Das ist alles okay. Sie können, ich merke, wozu Sie mich schon wieder treiben? Ich will das jetzt nicht. Ich kann das nicht. Treiben. Lassen Sie uns hier mal zusammen hinstehen. Wir gucken uns das jetzt mal zusammen an. Fünf Minuten. Vorsichtig, okay? Vorsichtig. Wenn überhaupt, dann komme ich selbst. Ja? Okay. Also gut. Ich gebe Ihnen fünf Minuten. Ja? Kommen Sie zu mir. Wir sind jetzt hier zusammen und schauen jetzt mal an. Da ist der Herr Kroll, da ist der Herr Rüdiger. Kommen Sie zu mir, was ist denn da passiert? Ich kann mich jetzt gar nicht konzentrieren so schnell auf was. Wer ist, wo ist der Herr Kroll, wo ist Rüdiger? Kommen Sie zu mir. Ja, gut. Noch ein bisschen näher. Ja, okay. Ich möchte, dass wir uns das von außen anschauen. Erzähl ich jetzt einen Film. Ja. Okay, da ist ein Film, da ist ein Therapieraum, da kommt der Herr Kroll rein, ja. Da ist der Herr Rüdiger. Ja. Was ist passiert, dass der Herr Kroll so aktiviert ist? Was war da los? Ich weiß nicht, ob ich Ihnen das jetzt wirklich noch alles... Es ist wieder passiert. Ich wurde wieder mal verarscht. Okay. Ja? Und ich bin sofort explodiert und es hat überhaupt nichts gebracht, was wir bisher gemacht haben. Es geht also gar nicht um den Herrn Rüdiger, sondern wer hat Sie verarscht? Sabine. Sabine. Okay, dann setzen wir mal Sabine dahin. Okay, Sabine hat den Leo verarscht. Ja. Okay. So, jetzt nehmen Sie mal Abstand. Wenn das so einfach wäre, würde ich das ja machen. Hallo, Herr Kroll. Ups. Hallo. Frau Bachmann, ich bin eigentlich heute nur gekommen, um zu sagen, dass ich die Therapie nicht weiterführen möchte. Ich möchte das bitte beenden. Das bringt was für mich und alles. Das bringt für mich, lassen Sie mich bitte ausreden. Das bringt für mich alles nichts. Und ich werde das hiermit beenden. Ich habe so hab viel Sie richtig gearbeitet. Verstanden? Sie wollen unsere Therapie jetzt beenden? Ja, ich muss das machen. Das hat überhaupt keinen Sinn. Ich habe so viel gearbeitet und so viel getan in letzter Zeit, aber es kommt eine klitzekleine Sache und sofort mache ich die gleiche Scheiße wieder. Mann, es tut mir leid. Es klappt einfach nicht. Ich krieg's nicht hin. Herr Kroll, ganz kurz. Ja? Können Sie sich überlegen, wie es mir gerade geht? Was? Wieso, wie es Ihnen gerade geht? Ganz cool. Vielleicht schauen Sie mich mal an, wie sehe ich gerade aus? Ich weiß nicht, wie Sie jetzt gerade aussehen. Das ist mir jetzt auch völlig egal, wie es Ihnen gerade geht. Ich weiß nur, mir geht's scheiße und ich weiß nicht, was ich machen soll. Es hat einfach alles nicht geklappt. Es hat alles nicht geklappt, was ich mir vorgenommen habe. Okay, wir können gleich darüber sprechen. Ich möchte ganz kurz noch einmal kurz dabei bleiben. Was denken Sie, wie es mir gerade geht? Wie sehe ich aus? Sie sehen nett aus, wie immer. Sie haben ein sehr schönes Kleid angezogen und sehen nett aus. Und im Gesicht? Was denken Sie, wie es mir gerade geht? Welche Gefühle habe ich gerade? Weiß ich nicht. Sie sehen erschrocken aus, ein bisschen. Ja. Genau. Kann ich Ihnen sagen, wie es mir geht? Ja, bitte. Sagen Sie mir, wie es Ihnen geht. Sie haben recht, ja. Also ich fühle mich sehr erschrocken und ich hatte auch eben echt kurz ein bisschen Angst, ja, als Sie gegen die Flipchart so geschlagen haben. Und ich merke auch, dass ich auch, wie soll ich sagen, also ein Gedanke ist, oh nein, bitte hören Sie nicht auf, weil ich möchte Ihnen unbedingt helfen, ja, ich will Sie unterstützen.